ein Ort der Begegnung, ein Ort der Erlebnisse, ein Ort des Austauschs. Ein Ort, wo ich gerne bin, weil es dort wahnsinnig viele Bücher gibt und spannende Geschichten. Das ist unwahrscheinlich vielseitig. Ja, es ist einfach schöner, größer und toller geworden. Diese Mediathek entspricht genau meinen Vorstellungen, wie idealerweise eine solche Bücherei aussehen müsste. Ja, ich bin Katharina Gebauer, ich bin Leiterin der Mediathek. Ich arbeite bei der Stadt Kamp-Lintfort bereits seit 37 Jahren. Das größte Anliegen war eben, einen entsprechend größeren Raum zu haben, um die verschiedenen Benutzergruppen mit ihrem Veranstaltungsbedarf zusammentreffen, hier auch stattfinden zu lassen. Dann kommt hinzu, dass wir eine Verbindung herstellen wollten zu den ehrenamtlich Tätigen. Außerdem wollten wir gerne größere Öffnungszeiten anbieten. Das war sehr schwierig, weil wir unseren Personalstamm nicht erhöhen konnten. Wir sind dann eben zu der Lösung gekommen, ein Bistro hier anzusiedeln, das Aufsicht führt in etwa ein Viertel der Grundfläche. Und dort, wie in einer Zweigstelle, bieten wir eben den Bibliotheksservice an. Ja, uns war es wichtig, dass wir also insgesamt die Mediathek mit einer sehr, sehr hohen Transparenz ausgestalten. Diese Mediathek ist deutschlandweit eine der ersten, wo ziemlich konsequent das Prinzip der Open Library verfolgt wird. Während dieser Öffnungszeiten steht eben begrenztes Sortiment der Mediathek den Besuchern zur Verfügung. Aber, und das ist das Schöne, letztendlich kann er durch Glaswände eben oder durch ein fein gelochtes Rolltor, was eben während der Open Library-Zeiten geschlossen ist, kann er trotzdem in die gesamten Räumlichkeiten reingucken. Und das ist letztendlich für uns, von uns auch so ein Ziel gewesen, dass wir ihn letztendlich so ein bisschen anpitchen und sagen, ich muss später nochmal wiederkommen, damit ich auch in die hinteren Bereiche gehe. Wir hatten in der alten Stadtbücherei schon sehr viele gute Ideen und Ansätze und auch die Kunden vermittelten uns immer wieder, hoffentlich wird das auch noch schön in der neuen Mediathek. Und dann hatten wir die Idee, dass wir die Benutzer selber fragen, was sie sich für die neue Mediathek wünschen. Das waren zum Teil ganz banale Dinge, zum Beispiel, man bückt sich nicht gern zum untersten Brett. Der unterste Fachboden soll doch etwas höher sein. Das waren aber auch so Wünsche, eben möglichst viele Anlesezonen, möglichst viele Tische zum Arbeiten. Die Eltern wünschen sich, dass die Kinder ihrem Bewegungsdrang nachkommen können, während die Senioren sich wünschen, dass es möglichst ruhig wird. Wir haben aber auch seitdem noch extra Angebote geschaffen für die verschiedenen Lebensalter. Das fängt an mit der Besuchergruppe der Bücherbabys, wie wir die nennen. Also junge Mütter, junge Väter, die mit ihren Babys kommen und den ersten Umgang mit Buch und gedruckten Medien ihren Kindern vermitteln. Und es endet eigentlich mit dem Vorlesestündchen für Demenzerkrankte, mit denen vorgelesen und gesungen wird, um eben die Erinnerung wieder wach zu halten und auch die Anteile am kulturellen Geschehen der Stadt zu ermöglichen. Der Verein Leseart hat dieses Vorlesestündchen gegründet. Und wir haben ja hier alle Voraussetzungen für die Bücher, für die Musik. Und ich sehe, dass die Menschen bei der Musik richtig aufleben und man sieht, dass es ihnen Freude macht und sie gerne kommen. Kinder kommen heute nicht so sehr vom Wort zum Bild, sondern eher vom Bild zum Wort. Das heißt, sie müssen auf das Bild fokussiert werden. Und dieses Klapptheater führt eben dazu, dass die Kinder die Blickrichtung auf dieses Bild haben. Und die Vorlesepatin stellt eben dann das Bilderbuch in diesem Rahmen vor. Die Mediathek ist zwar vormittags geschlossen oftmals, aber sie ist geöffnet für Schulen und Kindergärten.
Wir haben 12 Bildungspartnerschaften mit Kamp-Lintforter Schulen. Das heißt, die Schulen kommen einmal hierher, um jetzt die Bibliothek kennenzulernen und auch einmal generell zu üben, wie finde ich Informationen in Büchern, wie finde ich Informationen in Medien. Und zum anderen bieten wir den Schulen aber auch Autorenbegegnungen an oder eben Veranstaltungen für Kindergärten zum Thema Spracherwerb wieder. Rhythmus und Sprache sind eng verbunden. Wir machen regelmäßig eine Musikveranstaltung für Vorschulkinder. Zweimal in der Woche bieten wir freies Zocken an, wie wir sagen. Da können die Kinder einfach kommen und sich ein Spiel aussuchen und eben an der Konsole, an der Wii U oder an der PlayStation ein Spiel machen mit anderen zusammen. Wir haben hier ein Heimatzimmer, in dem die drei wichtigsten Heimatvereine anzutreffen sind. Das ist der Verein Europäische Begegnungsstätte am Klosterkamp, der Verein Niederrhein und die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition. Dass einfach die Wurzeln von Kamp-Lintfort, die Geschichte von Kamp-Lintfort, die Heimat Kamp-Lintfort dargestellt werden soll. Und das kann am besten geschehen durch ein solches Heimatzimmer und durch die drei Vereine, die da zusammenwirken. Es war in einem Kloster und die dort vorhandenen Bücher, die drohten da im Laufe der Zeit zu verkommen. Und die haben wir eine ideale Gelegenheit, für die Öffentlichkeit zu präsentieren. Und der nächste Schritt wird auch sein, dass man diese Bücher ausleihen kann und dass man sie im Grunde weltweit präsentieren kann, in entsprechenden Medien, übers Internet zum Beispiel. Für mich ist die Mediathek das Wohnzimmer von Kamp-Lintfort, quasi der dritte Ort.